Hi, na, hier ist X-Wing mit einem weiteren Dragon Ball Xenoverse DLC. Neue Parallelquests freigeschalten. Part auf YouTube und so. Es gibt drei neue Parallelquests, wenn man die jeweiligen Storyquests geschafft hat. Die Fähigkeiten habe ich mir ja schon teilweise gekauft, aber hier gibt es etwas sehr Interessantes, nämlich das Super Genki Dama, was schon viele nachgefragt haben, woher man bekommt man das. Man bekommt das von dieser Quest hier. Ja, ich fange mal mit der ersten Quest an und je nachdem, wie weit ich komme, ne? Ich habe hier auch mehrere Sachen, also ich habe einmal, perfekt gesagt, mal R. Special Höllenspirale, Superstromschlag, Supernova und halt perfekte Kamehameha habe ich noch abgespeichert. Das heißt, ich nehme mir jetzt das perfekte Kamehameha mit. Und dann zeige ich hier hinten kurz noch die Chars. Da gibt es eben die drei Gokus hier, einmal mit Schwanz, einmal mit Schwanz ohne Oberteil und einmal ohne Schwanz. Das Interessante ist, der ohne Oberteil kann Super Saiyan 3 werden. Trunks gibt es nur eine Form. Der sieht sogar so ähnlich aus wie der da. Deswegen nichts Besonderes. Und Pan kann leider nicht. Alter, die hat Mr. Satans Rollschlag drin. Wirklich. Naja. Jungfernexplosion. Das hat sich auch interessant. Und Jungfernknall. Ha. Ich glaube, die nehme ich einmal mit und einfach, weil er awesome. Warte, der hat einen Kraftstab. Ich glaube, ich nehme den da mit. So, und einmal gegen Baby kämpfen. Rache der Zuforigin. Okay. Ja, ist ganz okay. Aber wenn ich hier nicht mal kämpfen muss, dann power ich mich doch erstmal auf, bevor ich in den Kampf gehe. Das ist schön, bei den Menschen brauche ich immer nur 6 Balken aufladen, der siebte geht automatisch voll. Und da ist der neue Feind auch schon. Boom. Na, Dickerchen. Wie hat dich hier verschlagen? Kriegst den Kamehameha ins Gesicht. Und das war's dann auch schon fast mit dir. Machen wir einmal so. Und das war's dann mit dieser Quest hier, denke ich mal. Wenn das jetzt viel EP gibt, ist das meine neue Level-Quest. Okay. 34.000 EP für sowas. Wirklich. Und das war noch nicht mal perfekt, das war nur A. Popos Kleidung, Schuhe. Nice, gut, dass ihr mir noch nicht gekauft habt. Die kosten nämlich irgendwie 700.000 oder so. Gut, dass ich mir die noch nicht gekauft habe. So, das war die erste Quest. So schnell hatte ich das eigentlich nicht erwartet. Ja. übrigens gibt es auch neue Trainer und ich will noch mal gucken, vielleicht geben die mir noch mal was. Hier, Trin. Nee, der gibt mir nichts, schade. Wenn man nämlich hier reingeht und dann einmal dahin, dann sieht alles noch gleich aus, aber man kann runterscrollen und da sind zwei neue Trainer. Ich kann sie leider nicht genau identifizieren. Ich denke mal, das eine dürfte Gogeta sein, vielleicht. Das andere Yamchu, Tenshinhan, irgend sowas? Also wahrscheinlich Yamchu, weil es gibt ja die Kleidung von Yamchu. So, dann machen wir mal die nächste Quest. Klein aber hoch. Und da ja als Gegner Pan und Son Goku sind, werde ich jetzt hier nicht Pan und Son Goku auswählen, sondern einfach mal den hier und den hier. Und den kann man, Alter, das wäre richtig bitter. Den kann man ja nur für die Vorbesteller spielen. Besiege alle Gegner. Alle drei.
Hier starte ich gleich hier. Okay, Goku will mich angreifen. So, kriegst du einen Super Kamehameha ins Gesicht. Alter, das zieht so viel HP ab. Ah, das hat er gut abgeblockt. Schade. Ah, er wird zum Super Saiyan. Aber das lasse ich nicht zu. So, dann bauen wir mal 6 Balken auf. Und kümmern uns um den guten Trunks. Oh, das hat er überlebt. Dann kriegt er noch einen Big Bang rein. Das hat auch nicht gereicht. Okay. Noch ein. Das hat gereicht. Und hier gibt's nochmal ein Kamehameha. Perfekte Ausführung. Und das war's leider auch schon wieder. Oh nein, gar nicht wahr. Da kommt natürlich der dreifache Super Saiyan noch. Aber das hauen wir jedoch gleich mal komplett um. Und jetzt noch so eine Symphonie vom Feinsten. Und das war's auch schon wieder. Also irgendwie die neuen Quests sind nicht auf 80er ausgelegt anscheinend. Wie viel EP gibt es? Auch über 30.000. Oh, 40 sogar. Leider kein Equipment bekommen. Das ist schade. So. Hast du mir eigentlich was? Nee. Schade. Manchmal geben die einem Items. Die nehme ich immer gerne an. Und hier steht wieder kein Trainer rum. Ich muss die echt noch finden, die zwei neuen Trainer. Vielleicht geht's auch erst, nachdem er alle Parallelquests gemacht hat. Jetzt kommt einmal Vegeta und Son Goku. Also hier die beiden. Und die werden sich mit Sicherheit zu dem verschmelzen. Dann nehme ich einfach mal die anderen beiden Chars mit. Die man durch Dragon Ball Wünsche bekommt. Besiege Gogeta. Hey, nicht alle Häuser kaputt machen hier. Ne? Oh, Vegeta. Wirklich. Tja, Vegeta. Ich würde mal sagen, das hat bestimmt wehgetan. Und nochmal. Das hat leider nicht getroffen. Dafür gibt es noch eine Symphonie. Oh, ist er weggeflogen? Schade. Aber so ein Goku will was von mir. So, jetzt habt ihr euch alle hier versammelt. Gogeta ist gestorben, obwohl ich nicht mein Visier hatte. Noch ein Big. Oh, da wurde er hochgekickt. Schade. So. Und jetzt gibt's das, was du mir beigebracht hast. Beziehungsweise Cell. Mieten in dein Gesicht. Goku. Und Vegeta, der halb im Boden liegt. In der Wand. Oh, schade, muss ich die Fusion sagen. Och man, das ist doof. Wohin muss ich? Über mir? Hinter mir? Ach, komm schon, Super 17. Gucken wir uns mal mit dem Scout herum, damit kann ich immer schauen, wo man hin muss. Sollte man das nicht wissen. Und dann gehen wir da durch. Hauen wir Gogeta kurz nach oben. Dann hoffe ich einfach, dass ich damit das Story Quest weitermachen kann. Z in die falsche Richtung. Nochmal. Diesmal in die richtige Richtung. Der hält weitaus mehr aus als die anderen.
So. Bam, 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 bam. Und nochmal. Wieder in die falsche Richtung. Dieses Teleportieren von denen, das nervt. So, jetzt fällt er erstmal irgendwie runter, ist ein bisschen mit den anderen beiden beschäftigt. Alter, ich bekomme nur noch Z irgendwie. Komm, und jetzt hier mitten ins Gesicht. Da ist auch schön mal weggefallen. Wieder 40.000 und sogar ein Z-Rang. Sehr cool. Ich habe am meisten Gegner besiegt und am meisten Versus-Schaden. Harte Gegner besiegt. Z-Hilfe-Finisher. Ah, deswegen Z-Hilfe-Finisher. Das ist natürlich richtig awesome. Und wieder Geld bekommen. Und den Ninja-Anzug. Auch ein neues Kleidungsstück, für das ich kein Geld ausgeben musste. Sehr gut. So, jetzt mal gucken, ob das alle Quests waren. Oder ob dann noch welche dazukommen. Oh, ich könnte hier Sparring mit Zell machen, aber nö, danke. Mir fehlt noch eine Z-Seele vom Sparring. Und das ist die von Videl. Von Gohan und Videl. Und die bekomme ich einfach nicht. So, jetzt gucken wir nochmal. Es gibt noch weitere Parallelquests, sonst wäre da nämlich auch so ein A oder irgendwas. Und deswegen gucken wir hier mal ganz kurz. Vielleicht haben sich ja mit den Quests, die ich jetzt gemacht habe, die Hauptstory aktiviert, dass ich die weitermachen kann. Vielleicht hat es ja gereicht vom Tee trinken her. Wäre echt cool. Voll Knorke und so. Ja, irgendwie nicht, ne? Hm. Okay. Ich habe immer noch keine Ahnung, wann hier die richtige Zeit ist. Sagst du irgendwas? What is it? Nö. Das ist sehr doof irgendwie. Ich würde gerne weiterkämpfen. Aber das geht wohl erst mit dem nächsten DLC. Vielleicht. Vielleicht war es das echt schon. Dann tut es mir leid. Vielleicht gibt es noch einen neuen Wunsch. Das habe ich noch nicht überprüft. Ich müsste noch die Dragon Balls haben. Ich glaube, das mache ich jetzt auch einfach nochmal kurz. Nur um nochmal zu zeigen, dass es wirklich sehr, sehr einfach ist, Dragon Balls zu farmen. So, hier. Ein Parallelquest deines Vertrauens auswählen. So, und bitte alleine. Ich will einfach kein 10-Minuten-Video hochladen. Neustart, wenn kein Gegner da ist. Da ist einer. Ich flieg rüber, krieg schon den Balken voll dadurch. Oh, der sieht cool aus. Der hat einen coolen Skin. Direkt mal hier ein Z-Angriff ins Leere gefeuert. Trotzdem ist er tot. Materialobjekt und Schlüsselobjekt. Perfekt. Boah, man kam ja mir ins Gesicht von Guldo. Ein bisschen aufbauen. Da kommt Trikum angeflogen. Da kriegt auch ein Kamehameha ins Gesicht. Oh, der hat's überlebt, weil er diesen coolen Dance gemacht hat. Das passiert hin und wieder mal. Dann einmal Better. Oh, da habe ich das Auto aus Versehen geschrottet. Das wollte ich natürlich nicht. Ein Cheeser mal schrotten. Okay,
Ich glaube, in der Höllenspirale geht es ein bisschen schneller, weil er weniger spricht. Weil man instant killt und nicht allmählich. Und hier ist nämlich ein Fehler, der ist mir letztens schon aufgefallen. Also ich habe die Quest gerade eben schon gemacht. Hier kommt der Spruch von Freezer statt von Ginju. Und was würde jetzt passieren, wenn ich zu Freezer kommen könnte? Sehr komisch. So, ein Dragon Ball. Und das war das. Vielleicht kann ich ja noch die zwei neuen Lehrer irgendwann zeigen. Und das wäre dann eigentlich auch schon alles, was das DLC beinhaltet. Also neue Super Moves, neue Quests und Parallelquests, neue Ultis, neue Sachen zum Anziehen und zwei neue Lehrer. Wie gesagt, die Lehrer zeige ich vielleicht nochmal, wenn ich den mal einen gefunden habe. Und ansonsten sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.